Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind unterwegs, wir sind eingeladen, wir sind von Audi eingeladen. Wir sind in Spanien, wir sind gerade nach Malaga geflogen, haben dort unseren SQ8 in Empfang genommen. Um den geht es heute allerdings nicht, sondern tatsächlich eine unfassbare Zahl, 25 Jahre Audi RS4. Und wenn es jemanden gibt, der natürlich für RS4 bis heute brennt, dann bin ich das und genau deswegen sind wir heute hier. Ich weiß ja nicht ganz genau, was wie wo alles geplant ist, was so geht, was wir machen dürfen, was wir fahren dürfen. Allerdings glaube ich, weiß ich, hoffe ich, dass wir den ganz neuen 25 Jahre RS4 auf jeden Fall unter die Linse nehmen dürfen. Und vielleicht gibt es ja auch das eine oder andere alte Modell, was wir auch noch fahren dürfen. So, als allererstes geht es jetzt aber ins Calvert Studio, die Event Location. Und dann nehmen wir die Autos mal in Empfang. Es kann losgehen, ich bin umgezogen, Touri-Modus ist da. Es ist sau heiß hier, wir haben geiles Wetter. Aber jetzt geht's los. Ugo, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen an dich. Erstmal schönen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ich habe schon angekündigt, ihr habt ein neues RS4-Modell rausgebracht. Ja, wir sind heiß wie Frittenfett, dir was zu präsentieren heute, Philipp. RS4, 25 Jahre, du weißt, worum es geht. Aber bevor wir loslegen, dachten wir, wir starten mit dem B5. Serienmäßig. Ich weiß nicht, ob du jemals serienmäßigen B5 gefahren bist, RS4, aber wenn nicht, dann also, ist es heute soweit. Also erstmal stelle ich mir so die ganzen fragenden Gesichter, weil wenn man mit so einem Auto durch Spanien fährt, das sieht man hier ja fast gar nicht mehr. Ne? Also es gibt viele RS4 in Spanien tatsächlich. Also ganz, ganz viele Autos kommen mittlerweile zurück nach Deutschland von den B5s, weil die zustandsmäßig eigentlich besser sind als unsere deutschen Autos. Ah, okay. Aber ja, wann sieht man, ich meine, ihr werdet es besser sagen können aus der aktuellen Zeit, da ist das Auto eigentlich gar nicht mehr Gespräch, oder? Also nee, wenig. Das ist wirklich Legende. Sieht man so kaum noch auf deutschen Straßen. Kurz zu dir, was hast du mit dem aktuellen Modell zu tun? Technischer Projektleiter vom aktuellen Modell, RS4. Und ich glaube, man kann sagen, dass es jetzt das Beste kommt zum Schluss, das große Finale. Ja, die haben mich schon richtig heiß gemacht jetzt. Weil ich höre hier an jeder Ecke Performance und Technik und als wenn da so ein kleiner Rennwagen schlummert. Lass dich überraschen. Aber ich finde es geil, dass wir erstmal hier starten. Ganz allererste Frage, geht die Klimaanlage noch? Funktioniert. Das ist natürlich hier bei den Temperaturen wirklich, also... Ja, da muss man schon echter Gearhead sein, wenn man da ohne Klimaanlage losfährt. Ne? Was ist deine Favoritenfarbe? Tatsächlich. Auch mit B5? Tatsächlich Imola-Gelb. Imola-Gelb? Imola-Gelb, ja. Definitiv, gehe ich mit. Weil ich find Silber ist die, ja, wobei die schwächste Farbe nicht, werden mich viele jetzt für töten. Ich finde die schlechteste Farbe für ein B5 ist tatsächlich Nugaro-Blau. Mag ich auf dem Auto nicht. Oh, das wären ja, ich weiß, viele mögen es wirklich gerne. Ich habe von der ersten Sekunde an gesagt, ich mag es nicht so. Meine Favoritenfarbe ist definitiv Rot, Misano-Rot. Oder halt natürlich Uni-Schwarz halt. Ne? Ja. Während Schwarz geht auch immer. Ne? Das ist jetzt aber ein Auto von euch, was wirklich auch zum Fahren gedacht ist, oder werde ich jetzt gesteinigt, wenn ich damit jetzt durch Spanien fahre? Nee, das ist wirklich ein Auto auch hier von der Audi-Tradition, aber was genau dafür gedacht ist, dass man damit das dynamisch bewegen darf. Dynamisch bewegen? Ja, ohne zu übertreiben. Kann man den B5 überhaupt dynamisch bewegen? Hallo? Ja. Also, wenn ich an dynamisch Auto bewegen denke, wäre das letzte Auto, was mir einfallen würde, B5. Außer Längsdynamik. Mal dafür sind sie gemacht. Ja. Ich werde nie vergessen, deswegen bin ich mal gespannt, ob der wirklich tatsächlich Serie ist. Es gab diese Autos einfach nie Serie. Jeder hat da sofort irgendwie, also es ging los mit 420, 450 PS, ratzfatz 470 PS. Und ich erzähle immer vollkommen gang und gäbe normal am Wörthersee 2010, 2012, 2014 waren 600 PS. Das war so der Step, den eigentlich jeder gefahren ist. Ne? So, das ist dann 100, 200, so 6,5 Sekunden gefahren. Mhm. Und damit warst du halt in den Zeiten, BMW hat noch sauger gebaut, Porsche Turbo gab es noch, Mercedes hatte eher auch sauger oder Kompressor. Da warst du halt schon immer ganz vorne mit dabei. Ne? Das heißt, wir fahren mal los und gucken mal, was die Landstraßen oder Pässe hier so mit sich bringen. 36,5 Grad, ein originaler RS4 B5. Man steigt ein, man riecht es sofort. Bist du überhaupt schon mal B5 gefahren? Ich saß tatsächlich sogar noch nie drin. Also nein. Also normalerweise in Hannover zu meinen Limo-Zeiten ist das erste, was ich jetzt zur Sekunde gemacht hätte, ist dieser Knopf hier. Das bringt viel bei dem Auto, sagst du? Das Problem war eher, dass wir natürlich softwaretechnisch das originale ESP, ich hoffe die Klimaanlage funktioniert, aber ich denke mal, die wird schon funktionieren. Softwaretechnisch funktioniert das originale ESP logischerweise gar nicht mehr, wenn du es gemacht hast, weil das regelt einfach komplett weg. Das heißt, in dem Moment, wo er ein bisschen anfängt durchzudrehen, macht er einfach Drosselklappe zu
Wege, der die ganze Zeit. Ja. Und Feierabend. Aber echt geil, dass wir jetzt hier mal einen originalen B5 fahren können. Premiere. Ja, was für mich auch ungewohnt tatsächlich ist, in einem originalen Sitz dazu auch zu sitzen, ne? Weil normalerweise. Stimmt. Normalerweise hast du halt immer irgendwie Schalensitz oder. Ich bin gespannt, ob er wirklich original ist. Weil ich bin wirklich. Ich habe viele RS4 hier und da immer mal unter den Fittichen gehabt. Zwar nicht unbedingt gefahren, aber ja, gefühlt war jedes Auto immer gemacht. Ja, das waren auch noch Zeiten. Weiß ich noch. Also. Hier steckte das Telefon drauf, ne, mit Hörer. Hast du so auch telefoniert? Nee, das war also, das war schon, ich habe ja ganz lange gar kein Telefon gehabt und dann direkt ein Handy dann gehabt und dann war das ja schon durch. Das war ja noch hier die alten Zeiten. Aber wir haben eben gerade schon mal zwischen den Zeilen ein bisschen über die 25 Jahre Edition von dem RS4 gesprochen, die nachher noch kommt. Ich hätte nicht gedacht, dass Audi da so ein Auto baut, was so auf Performance ausgelegt ist. Also ich bin echt gespannt, was uns nachher erwartet, beziehungsweise wie das Auto fährt, weil das soll wirklich ein performantes Auto sein. Klingt jetzt so, als wenn der RS4 kein performantes Auto wäre, aber wenn mir einer erzählt, RS4... Aber Rennstrecken performant. Ja, das RS4 und eine Kurve fahren, hätte jeder gedacht, ey, so wahnsinnig, das V6 auf der Vorderachse. Gefühlt haben wir noch nicht einmal Motor gehört, ne? Nee. Das ist halt auch komisch, weil jeder hat immer irgendeine Auspuffanlage an so ein Ding gesteckt und man hat immer sofort den V6 Motor gehört. Ich höre vom Geräusch her nur den Viskolüfter vorne. Der hat ja vorne über einen Keilriemen angetriebenen Viskolüfter, welcher bei den Temperaturen natürlich komplett zu ist. Das heißt, der dreht komplett mit und dann macht er so ein tierisches Luftstromgeräusch, wenn er so Gasstöße gibt. Klingt immer teilweise auch so ein bisschen wie wenn Hosenrohr undicht ist. Also ich finde es gerade richtig cool, muss ich sagen. Es ist so, weiß ich nicht, ein 18-Jähriger, der setzt sich in das Auto rein und es geht schon los mit, wie, schalten? Kann ich ja gar nicht. Ja, okay. So, dann wie, kein Apple CarPlay und so weiter. Aber die Emotionen, die so ein Auto dann doch einem vermittelt, ja, ist halt schwierig. Sind das Emotionen, die es uns, / mir vermittelt, weil man es von damals so kennt? Oder weil es wirklich Emotionen vermittelt, so, ne? Das ist so. Ich glaube, das ist genau bei jedem Unterschied. Ich glaube, bei dir ist dann eher die alte Bindung. Zeit. Ja. Und bei mir ist es geil, RS4 B5, die Legende. Aber eine Sache kann ich auf den ersten Meter schon sagen. Es gibt ja fast keine Bedingung, wo ein Auto ungemütlicher zu fahren ist als hier jetzt gerade. Serpentinen hoch, runter, 30 Grad draußen. Ist als Daily, selbst jetzt 25 Jahre alt, immer noch voll einsetzbar. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, fühlt sich. Könnte man so im Alter mit losfahren, ne? Definitiv, ja. Klappert nichts. Ich vermute mal, hier wird natürlich auch schon viele neu sein an dem Fahrzeug, technisch gesehen. Aber fährt wirklich einwandfrei. Ah, V6 ist einfach ein V6. Was halt bei dem witzig ist, das ist kein Diesel. Also der hat nicht so richtig Druck unten raus. Das ist jetzt aber auch kein Vierzylinder. Also, weißt du, er hat immerhin einen Grunddrehmoment, wo das Ding so ein bisschen beschleunigen lässt. Ich bin echt gespannt, was du gleich sagst, wenn man hier mal mit angast. Aber ich merke schon, also du hast jetzt wahrscheinlich keinen Vollgas gegeben, ne? Nö. Junge, Hater. Okay, krass. Ja, das ist hier V6 Power. Ich bleib dabei bis heute. Dieser V6 Bito, der wurde damals von Cosworth gebaut. Also das war wirklich eine Entwicklung von Cosworth für Audi, also aus diesem normalen V6 diese Leistung zu holen. Und zwischenzeitlich war der Motor so ein bisschen verschrien, von wegen kann nichts und so weiter. Ich glaube, das lag aber immer nur daran, dass die Leute im Verhältnis zu den kleinen Turboladern zu viel Leistung wollten. So, ich glaube, der Motor an sich, so wie er ist wirklich, wirklich, wirklich stabil, kann wirklich viel ab und kann auch viel Leistung. Ich finde es jetzt schon krass tatsächlich, wenn ich meinen Nissan damit vergleiche mit dem V6 Sauger, wie geil anders das fährt mit zwei Turboladern. Ja, und halt 100% Stock, ne? Also jetzt nicht irgendwie eine andere Ansaugung drauf, nicht irgendwie einen anderen Auspuff, sondern wirklich einfach nur rollen und fertig. Schade ist, dass er so komplett Serie geht, natürlich der V6 Sound so komplett verloren. Also der ist ja wirklich, wirklich gar nicht mehr da. Boah! Alter! Ja, okay. Krass. Ja, vorhin, wie du schon sagst, es passt gar nicht zum Sound. Ja, es kommt gerade gar kein Sound, aber das Ding geht voll nach vorne. Das war unser spanisches Handy-Navi, was hier gerade schon mal nach hinten katapultiert ist. Also, ich habe natürlich das Auto gerade ein wenig schon mal unter die Lupe genommen und hardware-technisch sieht es wirklich komplett original aus. Also man sieht weder eine andere Downpipe, noch einen anderen Auspuff, noch irgendwie andere Ladeluftkühler, sondern das sieht wirklich komplett original aus. Ob hier nicht vielleicht eine Software drauf ist, ist eine andere Sache, aber
wie der so anschiebt, ist schon... Was wäre dann so der Sprung, wenn man eine Software gemacht hätte? Ja, also original hat das Ding ja 380 PS. Mhm. Man konnte das softwaretechnisch schon 420, 440, 450 boah, ohne Probleme machen. Aber viel, viel krasser war das Drehmoment. Der hat, glaube ich, original, nagelt mich darauf fest, mit original käme ich auch nicht so aus, aber ich hätte jetzt mal so aus dem Bauhaus gesagt, dass der original so 450 Newtonmeter vielleicht hatte und mit Software dann aber eher in Richtung 600. Boah. Okay, also, das ist natürlich nur dieser kurze Moment, wo genau die beiden Lader kommen, ja, der voll in der Nockenwellenverstellung steht und dieser 5-Ventil-Kopf genau seine Füllung hat. Der dreht dann nicht so schön aus, muss man so rum zu sagen, aber das Drehmoment ist halt das, was das Auto erstmal einmal so krass anwuppt. Ne? Ich bin sehr krass beeindruckend. Also ich habe mir wirklich sehr viel weniger vorgestellt, wirklich. Also was ich gerade... nicht so beeindruckend finde, ist, was so fahrwerkstechnisch in dem Auto so geht. Mhm. Ne? Also entweder müssen wir hier gerade schon über den absoluten Acker fahren oder hier sind Federn ohne Dämpfer drin. Weil das ist ja definitiv schon, wie wir hier so drin und her springen, ist ja schon krass. Ne? Also das ist das Einzige, was ich zur Sekunde sagen würde, was nicht mehr up to date ist, also wo definitiv, definitiv mehr geht. Man hört echt fast gar nichts. Nee. Wenn du jetzt nochmal einkaufen würdest und der ist komplett Serie, würdest du das Ding nochmal umbauen? Ja, also das Problem ist, mittlerweile würde ich nicht mehr umbauen, weil ich zu wenig mit dem Auto fahre. Ach so. So, ne, für jemanden, wo man mehr fährt, kann ich das verstehen, dass man den umbaut. Aber sagst du, es ist auch nicht verwerflich, einen originalen umzubauen jetzt? Oder? Aber ich finde es aber nur geil, Alter, wie der so anbeißt und ja, dann so wie breit dieses Drehzahlband für den Motor ist, finde ich immer wieder beeindruckend. Ne? Also du kannst so bei dreieinhalb kannst du ungefähr Gas geben. Also bei dreieinhalb sind die Lader voll da und dann zieht er es wirklich bis 6,5. Auf deine Frage zurückzukommen, ich würde ihn heute, also ich bin beeindruckt, wie viel Spaß es dann doch so macht. Ich hätte wirklich arge Schwierigkeiten, keinen Ausbruch drunter zu bauen. Ja. So, weil das ist das, was hier fehlt. Wenn hier jetzt gerade noch ein Auspuff drunter wäre, boah, dann eskaliert man hier, glaube ich, in der Bude so richtig drin. Ich glaube, auspuffmäßig würde ich schwach werden, aber der Rest reicht ja vollkommen aus. Ne? Boah. Das haut mich wirklich um. Das ist wirklich krass, das hätte ich echt nicht gedacht. Das ist, halt, Alter. Das ist halt schon witzig, wie der so spitz fährt. Ne? Das ist ja wirklich so gar nichts voll. Und so, als wenn einfach, ja, Traktion. Aber das ist genau das, was ich sagte. Du kannst ohne Probleme bei diesem Auto 300, 400, 500 PS drauflegen. Und es ist nicht so, dass du in Bereiche kommst, wo du Schiss kriegst. Mhm. Weil die sind einfach, ja, es ist halt einfach dieses Ur-Quadro-Gen, was sich Audi irgendwann mal gedacht hat, um mit so einem Auto auf Schotter geil von A nach B zu fahren. Das merkt man, finde ich, schon in dem Auto. Ne? Und dafür, dass das aktuelle Auto gewichtstechnisch das gleiche wiegt wie der hier, weil auch die Autos wogen damals schon so 16,50, finde ich schon, dass er sich auch echt leichtfüßig so fährt. So, und guck mal, wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal einen dritten Gang nehmen und geben jetzt bei 3000 Gas. Alter, ich finde es echt auch für heutige Verhältnisse immer noch echt sehr schnell. Oh, jetzt hier Tunnel. Jetzt zeige ich euch mal, wie man einfach gar nichts hört. Wirklich gar nichts, ne? Ahoi! Oh, da hat man schön einmal gehört, wie er dann anfängt zu fauchen, ne? Ja. Ah, es ist schon ein Zeichen dafür, dass hier eine Software gemacht ist. Weil der drückt ja so krass in den Auspuff rein, dass das schon definitiv eine Software ist. Ich merke schon, Nico feiert es auf jeden Fall. Ich feiere es richtig. Ich hätte mir damals definitiv auch so ein Auto geholt. Nein, und ich schwöre dir, jetzt Auspuff ist Fun Factor Level 200 nochmal on top. Ne? Glaube ich sofort. Weil wenn das Ding anfängt Sound zu machen, fährst du automatisch nur noch so. Ja. Ne? So, was bis heute eine Sache ist, was ich sage, was man lernen muss, ist dieses Auto zu schalten. Das Getriebe ist kein schaltfreundliches Getriebe. Das ist einfach synchronisiert, das heißt von 1 und 2 ist der Drehzahlunterschied auch so krass, weil der zweite Gang ist doppelt so lang wie der erste. Das heißt, die Drehzahl fällt um 50% beim Schaltvorgang. Das muss die Synchronisierung in dem Getriebe können, kann es aber eigentlich nicht. Das heißt, du musst schon wirklich
Naja, also du musst mit Kraft an dem Hebel ziehen, aber auch nicht in dem Moment, wenn es macht, sondern schon so ein bisschen Gefühl für haben. Das war definitiv so ein Punkt, warum diese ganzen Getriebe auch alle im Arsch sind. Leider. Aber sonst so, ne, wie gesagt. Und jetzt geht's dann los, wenn du hier so ein paar Kniffe machst und so ein Ding auf einmal so 550, 600 hat, ist das schon. Warum war denn RS4 so beliebt oder ist so beliebt? Weil es ist ein Auto, guck mal, komplett original, setzen wir uns rein, grinsen schon und haben schon Spaß. Ja. Du kannst aber trotzdem noch mit deiner ganzen Familie irgendwo hinfahren. Wie viele Autos gibt es, die es eigentlich keinen, die am Ende keinen Nutzen mehr hatten? Ja. So, ne? Weil jeder Porsche kannst halt nur mit deiner Frau alleine fahren oder ein Kind mitnehmen, du kannst kein Gepäck mitnehmen. Und hier war es halt tatsächlich so, du konntest alles mitnehmen, zur Not vier Leute in die Butze reinsetzen und konntest das Auto noch so als normales Daily-Auto nutzen. Und das war, glaube ich, auch dieser Spirit RS4 B5. Aber ich würde sagen, Nico, wir fahren jetzt wieder zurück und gucken mal, was Uber noch so für uns vorbereitet hat, beziehungsweise was die Audi Sport noch so mitgebracht hat, weil das hier soll ja eine echte Schlaftablette gegenüber dem aktuellen Auto sein und das gucken wir uns jetzt mal an. Da bin ich auch richtig gespannt drauf. Vielen Dank für diese Probefahrt. Ja, sehr, sehr sensationell. Gerne. Hat übelst gebockt. Ja, glaube ich dir. Also, ja, man kann es einfach gar nicht beschreiben. Ich weiß auch gar nicht, ob für junge Leute das auch so reizvoll ist oder halt einfach man selber einfach so dran hängt und es einfach so geil findet. Aber fährt wirklich klasse. Braucht sich auf jeden Fall so ein Auto nicht zu verstecken mit 25 Jahren. Ja, finde ich gut. Freut mich, dass es dir so gefällt. Ja, ich hörte schon, dass ihr fast alle Farben eigentlich habt. Ja. Aber ich habe beim Reinfahren schon auf den ersten Blick gesehen, also erstmal, muss man jetzt auch einfach mal sagen, jeder, der sich heutzutage im Innenraum so Show- und Shine-mäßig fertig machen würde, ne, würde das wirklich fast genau so machen. Zieht euch das mal bitte rein. Sieht das krass aus? Wirklich. Einfach nur. Aber mittlerweile hat es so einen Retro-Schick, ne? Ey, aber der sieht aus wie neu, ne? Der hat 1700 Kilometer auf der Uhr erst. 1000 Kilometer? 1700. Ach, ist quasi wie neu. Der wird nur für Ausstellungszwecke genutzt. Das war schon mal vorab, bevor du ihn fahren willst, Philipp. Aber ist das ein originaler RS4 B5 Sport? Das sind die Pole Position damals, wurden die ausgeliefert. Weil das ist wirklich eine absolute Vollrarität. Man weiß auch gar nicht, wie viel es davon gab. Es gab wirklich serienmäßig den RS4 B5 mit diesen Sitzen. Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Damals auch schon, ne? Damals. Voll geil. Und das war auch, glaube ich, so die Intention, warum so viele den Sitz bei sich in das Auto eingebaut haben. Ja. Wahrscheinlich mit auch einen Grund. Ja, was auch. Quadro GmbH, also RS4 B5 Sport, gelbe Bremsbeläge, war damals tatsächlich auch schon so, hat jetzt nichts mit der Außenfarbe zu tun, sondern ist tatsächlich so. Mhm. Dann die gelochten Scheiben und hier, die Endrohre waren tatsächlich schwarz. Ja. Also der hat dann diese andere Abgasanlage drunter, wo in der Mitte ein anderer Mitteltopf ist. Boah, geiles Auto. Das ist der Traum eines jeden B5-Fahrers, dass diese ganzen Plastikteile noch so geil gleichmäßig matt sind. Weißt du? Die ganzen gebrauchten Autos haben das gar nicht so. Ja, krass, ultra glatt. 1700 Kilometer. Krank. So, okay, bevor ich hier noch zerfließe, weil auch die Farbe einfach nur. Aber das ist auch der Grund, warum wir heute hier sind. Ne? Also wir haben damals schon nochmal nachgelegt, nach dem grauen B5 RS4, den du gefahren bist. Eine Sonderversion, ein Sondermodell. Und das gleiche haben wir jetzt hier auch gemacht. Als Hommage an den B5 RS4 Sport, jetzt hier der RS4 25 Jahre Edition, um eben anlässlich des 25-jährigen Geburtstags des B5s. Gleiche Farbe, du wirst auch im Innenraum wirst du einige Merkmale wiederentdecken, die daran erinnern, was der Ursprung ist. Das wäre jetzt meine erste Frage gewesen, ob es das gleiche Imola Gelb ist. Ist es aber auch tatsächlich, ne? Aber witzig, wie es vom Auto her gleich ganz unterschiedlich, ja, unterschiedlich wirkt. Ne? Das ist das gleiche Imola Gelb. Ah, diese kleinen Details finde ich geil. Ist das immer schwarz, matt bei dem so? Mhm, das sind immer schwarze Schriftzüge. Geil. Ah, hier, ne? Keramik. Ah. Keramik ist aber auch, hatte der normale auch, ne? Genau, ist die Keramik, die wir so aus dem B9 schon kennen, ist standhaft, hat sich bewährt und hier 100% Seriensetzung. Aber Felgen sind geil.
Die sind dann aber vom 25 Jahre jetzt? Die sind exklusiv vom 25 Jahre, sind jetzt hier invertiert, nennen wir das. Das heißt, die Flächen, die vorher hier befräst zum Glänzen gebracht worden sind, sind jetzt Palladium lackiert und hier die Innenflächen glänzen dafür. Zusätzlich haben wir nochmal an der Einpresstiefe was gedreht und konnten nochmal 4 mm gewinnen, also 8 mm Spur pro Achse. Ich bin eigentlich, sage ich immer, kein Schwarzfelgen-Fan, aber die sehen geil aus. Ja, wirklich. Also dadurch, dass das so geil freigefräst ist. Und das wissen ganz viele nicht. Das war bei der A4-Plattform immer so, hinten keine Keramik, nur vorne Keramik. Finde ich Fahrdynamik auch mäßig mein Favorit, weil ich finde, es bremst einfach nur geil. Weil gefühlt diese Stahlbremse hinten ein bisschen besser packt erstmal. Und dann diese Bremswirkung vorne dazu kommt. Ne? Ja, und sonst erzähl mal Leistung. Leistung haben wir jetzt 470 PS. Das heißt, wir konnten nochmal 20 PS nochmal drauflegen. Führt unterm Strich dazu 2/10 Verbesserung 0 auf 100, sprich 3,7 jetzt. 3,9 hatten wir im Competition, im Serien RS4 4,1. Also jetzt 3,7 und VMAX 300. Und limitiert? Limitiert, 250 Stück. 250? 250 und nur Europa. Rund die Hälfte in Deutschland. Ja. Das heißt 125 Autos in ganz Deutschland? Ja. Aber da ist die Chance ja wirklich ganz, ganz, ganz gering, dass man so ein Auto mal irgendwo sieht, oder? Also ich glaube, es wird knapp, du musst dich beeilen. Alter, hier Nico. Genau. Alter, das dafür lohnt es sich schon. Warum Rennhandschuhe in einem Kombi? Gibt es nur als Kombi, ne? Erste Frage, gibt's, überhaupt nur Kombi. Gibt es nur als Avant, die 25-Jahres-Edition. Warum die Handschuhe? Wir liefern, dort hinten sieht man es. Jeder Kunde kriegt noch einen zweiten Radsatz dabei. Die Felgen nochmal in komplett schwarz matt mit Semislicks fürs Rennwochenende. Und wie? Ja. Es gibt generell zweiten Radsatz mit Semislicks. Also. Jeder Kunde kriegt einen vollwertigen zweiten Radsatz dabei mit Semislicks. Das heißt, ihr wollt wirklich, dass die Kunden mit diesem Auto performancemäßig, rennstreckenmäßig unterwegs sind? Ja. Und das kann der auch? Das kann der auch. Also der ist da auch für gebaut, um es mal so rum zu sagen. Ne? Weil ich weiß, wir werden jetzt eine riesen Diskussion auslösen, weil jetzt, ich glaube, jeder denkt einfach, Kombi, Audi, Quattro, fetten Motor vorne, kann nicht schnell sein. Mhm. Ist aber. Ist aber. Ich hoffe, wir kriegen nochmal die Gelegenheit, dich davon zu überzeugen. Und natürlich wegen dem Lenkrad, ne? Um nochmal die Handschuhe abzuschießen. Wir haben hier das optionale Wildlederlenkrad. Und ja, dem tust du auf jeden Fall was Gutes, wenn du die Handschuhe anziehst. Also Innenraum ist krank, muss ich echt sagen. Hier die Kontrastnähte, alles in Gelb eben ausgeführt. Ist immer gelb? Ist immer gelb, unabhängig von der Außenfarbe. Es stehen ja drei Außenfarben zur Verfügung, aber die Kontrastnähte hier sind immer gelb. In den Sitzen, der Keder an der Fußmatte, am Lenkrad. Und welche drei Außenfarben gibt es? Im Imola Gelb, die hier gezeigte, Mythos Schwarz und Nardo Grau. Und Frage. Bei allen alten Autos, die man irgendwo mal sieht, heißt es dann immer mal so, ja, einer wurde noch mal in einer anderen Farbe ausgeliefert. Gibt es die Chance, dass von den 250 tatsächlich vielleicht doch einer noch eine andere Farbe bekommt? Oder? Nein. Es ist wirklich... Keine Chance. Es ist wirklich ausgewählt, die drei. Wenn nicht gerade Vorstandsauto, der unbedingt so ein Auto haben will, dann keine Chance, da eine andere Farbe zu kriegen. Keine Chance. Auch du siehst auch hier die Details, ne? Wie gerade beim B5 RS4 Sport, wo hier normalerweise RS steht, in der Einstiegsleiste haben wir RS4, die Fußmatte mit der diesmal in der gelb ausgeführten Raute, mit eben dem Schriftzug RS4 und in der Mitte nochmal das Branding, RS4 Edition, 25 Years, mit dann als Kunde, für den Kunden mit einer fortlaufenden Nummer. Hier steht jetzt natürlich 000, ja, ja. Ne? Das sind unsere Autos, aber die Kunden kriegen eine fortlaufende Nummer. Kriegen eine fortlaufende? Ja. Ja, ich nehme die 1. Was kostet der? In Deutschland 142, roundabout. Kommt immer natürlich ein bisschen auf die Ausstattung an. Aber kann man noch wählen, Ausstattung? Aber das hat doch alles drin. Also was? Das meiste hat er natürlich schon drin. Ja. Die Imola Gelb ist zum Beispiel noch leicht aufpreispflichtig. Aber im Groben und Ganzen ist es der Preis, ja. Gibt es ein Glasdach, also ein Schiebler? Nein. Wegen Performance. Gleich, radikal. Genau, du siehst auch, du bist auch eigentlich schon an der richtigen Stelle. Du siehst es hier auch schon. Wir haben auch die Dachreling weggelassen, ne? Um einfach... Ah, ja, jetzt wo du sagst. Um einfach hier nochmal ein bisschen, bisschen sportlicher, ein bisschen geducktere Haltung hinzubekommen. Der hatte normalerweise nur so eine flache Dachreling, die er so drauf ist, so eine kleine, ne? Ja, genau. Aber nur die 25 Jahre Edition hat keine Dachreling? Ganz genau. Es gibt sonst keine RS4. Weil das ist ja schon ein krasses Merkmal, ne? Wenn man so das überlegt. Ja. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, ich glaube Gelb ist Favoritenfarbe. Glaube ja, schon. Ja, wie gesagt, meine auch. Ich mache mal die Haube auf. Hier mit der Carbon-Applikation auf der Motorabdeckung. Ja, ich glaube, der Motor wird tuningmäßig, also er ist schon so langsam im Kommen. Aber ich höre da auch wirklich nur Gutes drüber. Aber ist ähnlich eng alles verbaut wie bei dem alten, ne? Ja. Weil
wenn ich so sehe, man kommt ja wirklich an. Witzig ist hier, die ganze, daran sieht man, dass gut das Bito ist, die ganze Rohrführung ist immer geteilt. Also 1 und 2. Siehst du hier, ne? Ansaugung 1 und 2. Da unten siehst du hier Druckrohr 1 und 2. Was ist an dem Auto sonst noch alles anders gegenüber einem normalen RS4? Also was macht 25 Jahre Edition aus? Also die Basis ist ja ein Competition Plus. Mhm. Ne, damit haben wir natürlich ganz, ganz viele Highlights schon mal in dem Auto verbaut. Wie eben die Abgasanlage, die wir uns vielleicht gleich auch nochmal anhören können. Eine geänderte Applikation, Motorsteuergerät, Getriebesteuergerät, ESP, was summa summarum einfach zu einem viel, viel emotionaleren Fahrverhalten führt. Ne, du hast härtere Schaltvorgänge, härtere Lastwechsel, der Bremsweg verbessert sich. Das ist erstmal die Basis der Competition Plus. Wenn es jetzt darum geht, was ist wirklich exklusiv für den RS4 25 Jahre, dann verbirgt sich das meiste von dem wirklich in der Unterwäsche, Philipp. Weil es ging ja darum, wir wollten ein Track-Tool auf die Beine stellen, ne? Und das spielt sich natürlich vor allem im Fahrwerk ab. Den Reifen haben wir schon erwähnt fürs Wochenende, den Semi-Slick. Was dazu kommt, sind aber, wir haben jetzt 2 Grad Schurz an der Vorderachse. Ne? Sieht man vielleicht auch, wenn man sich so hier hinstellt. Ah, jetzt wo du es sagst. Ja. Also nach und nach wird das hier wirklich zum... Also ich bin immer noch sprachlos über irgendwie Track-Tool und RS4. So ganz, ganz dumme Gedanken. Irgendwie. Aber, ne, hätte ich wirklich nicht. Und Fahrwerk ist auch speziell komplett für das Auto. Genau, Setting, also es ist unser Gewindefahrwerk. Ist jetzt aber auch speziell für den 25 Jahre abgestimmt worden. Nochmal hin Richtung Rennstreckeneinsatz. Wieder hier 10 mm tiefer, ne, als Serien-RS4. Wir haben geänderte Querlenkerlager an der Vorderachse. Wir haben 9 Stabi an der Vorderachse mit einer höheren Federrate. Und ganz, ganz wichtig ist, wir haben eine starre Lagerung des Hilfsrahmens. Also normalerweise haben wir immer diese Elastomer-Gummilager. Ne? Mhm. Und jetzt haben wir wirklich die starre Lagerung mit Metalllagern, wie man es eigentlich nur aus dem Rennsport kennt. Klingt ein bisschen wie mein Limo, den ich gebaut habe, wo auch alles Strahlern ist, andere Querlenker und so weiter. Aber nee, also ich bin wirklich begeistert, hätte ich niemals gedacht. Ja. Also ich hatte mich vorher gar nicht mit der Thematik beschäftigt, 25 Jahre RS4. Wirklich das Letzte, womit ich gerechnet hatte, dass ihr wirklich ein Track-Tool bauen wollt. Weil andere Querlenkerlager, 2 Grad Sturz vorne, anderes Fahrwerk, komplette Achsträger, also die Achse nicht mehr mit Gummilager an die Karosse, sondern wie bei BMW zum Beispiel, einfach starr an die Karosse rangeschraubt. Geil. Okay. Letzte Frage. Angenommen, ich baller mit dem Ding Tag und Nacht Track, weil es als Track-Tool gedacht ist. Mit für Garantie und so, ist egal. Dafür ist er gemacht. Ja, deswegen, so, weil man kann sich immer, ich bin sprachlos. Das also muss er abkönnen. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das so, und Keramikbremse auch kein Problem. Auch kein Problem. Auch so mit Belüftung und so? Also jedes unserer RS-Fahrzeuge muss ja einen sogenannten Dauertest seine Standhaftigkeit unter Beweis stellen, auf den Nürburgring, ne? Und mit Bravour bestanden. Also der wurde auch schon aktiv, ja, nur? Der wurde auch über den Nürburgring gejagt, mehrere tausend Kilometer. Kein Problem. Darf man dazu schon was verraten, sagen, wie der so fährt, in welcher Liga der so spielt? Zeiten folgen. In naher Zeit. Cool. Komm, wir machen noch einmal an. Machen wir Soundcheck. Was wiegt das Auto? Wir sind knapp unter 1700 Kilo. Echt? Ja, ganz knapp unter 1700 Kilo. Weil kommt eben durch die Keramik, kommt durch die Felge, kommt durch keine Dachreling. Ja. Das silberne Auto, so wie er da steht, wird auch so 1660 haben, ne? Ja, der wird wahrscheinlich knapp weniger wiegen. Und das, obwohl keine Automatik. Und hier ist ja schon noch ein bisschen Firlefanz zusätzlich, ja, nochmal drin, ne? Was der andere nicht hat. Alleine Elektrik. Ja. Alleine Elektrik. So, pass auf, ich gebe Nico mal einmal das Mikrofon, dann können wir nicht einmal anmachen. Ja. Das ist schon krass auf jeden Fall für die Serie. Ich finde sogar, also man muss ja so einen Auspuff auch immer so ein bisschen Luft zum Atmen geben. Und ich finde den Bereich sogar geiler. Ja, ne? Das ist eigentlich so nur so gemachte Motoren, die klingen immer so. Ja. Geil. Also ich bin auf jeden Fall positiv überrascht, sage ich ganz ehrlich. Ja. Also sowohl optisch, muss ich wirklich sagen, starke Nummer neben dem Gelben. Jetzt hast du mich auf jeden Fall so weit warm gemacht, dass wir jetzt eine Runde ballern müssen. Weil jetzt hast du das Ding so dermaßen angekündigt, jetzt bräuchte man eigentlich so eine Rennstrecke, wo man das Ding mal richtig fliegen lässt. Ja, beim nächsten Mal. Aber wir sind ja noch eigentlich vor der Veröffentlichung, deswegen ist es schon geil, dass wir einfach nur ein bisschen hier gleich rumfahren können.
Machen wir. Kameras rein, let's go. Wie geil bitte war dieser RS4 gerade, ne? Also jetzt der gelbe B5, ne? Also dieser Zustand, da brennt einfach mein Herz für. So, ich denke mal, jetzt erwartet uns genau das Gegenteil. Was sagst du, Nico, zu dieser Performance-Schiene? Ich kann es auch gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, Beschleunigung lässt sich kaum toppen, aber was er so gesagt hat, was die Rennstrecke angeht, muss das ja jetzt fahren wie... Ja, ich kann es gar nicht glauben, Alter. Ein RS4 mit Sturz vorne und so, ne? Also ja. Genau das, was wir so für Trackdays gelernt haben, haben aber wir... Aber der hat trotzdem Allrad, ne? Ja, klar. Hat trotzdem Allrad und es fehlt gefühlt nur noch, dass hätten die Rückwärtsbank rausgeschmissen, ne? Ja. Und hätten so ein komplettes Clubsportpaket eingebaut. Ja, auf den ersten Metern... Ja, also ihr wisst ja alle, ich bin Audi-Fan. Zu dem Innenraum brauche ich nicht viel sagen. Weiß ich nicht. Lenkrad geil. Natürlich ist das hier alles nicht voll digital. Natürlich, der Preis von knapp 150.000 Euro, brutal viel Kohle. Braucht man gar nicht drüber diskutieren. Ne? Aber guck mal, es gibt 250 Stück davon. Das ist halt auch einfach gar nichts. Ne? Also das ist ja wirklich nix. Ne? 250. Hier, eine Sache ist mir sofort aufgefallen. Du brauchst die Handschuhe. Ohne geht nicht. Okay. Aber generell diesen Spirit mit dem Auto, einen Track-Tool mit dem RS4 zu bauen, boah, da muss ich erstmal drauf klarkommen. Meinst du, das fällt auf, wenn wir die gleich mitnehmen? Ich würde auch so ein paar nehmen. Das sind doch eigentlich die Handschuhe, auch wenn ich Limo fahre, oder nicht? Das Krasse ist halt, man zieht Handschuhe an und denkt gleich, man wäre Rennfahrer. Ne? Ja. Generell das Konzept, also ich finde schon cool, muss ich schon sagen. Also wenn das Auto jetzt wirklich noch das verspricht, was es können soll, ne, dann ist das schon geil. Sitz im Traum? Ja. Wirklich? Also das ist jetzt mega gut. Ja, also das ist wirklich ein Sitz. Also was ich auch sympathisch finde für so ein Auto, nicht elektrisch, ist komplett manuell. Musst du vor- und zurückschieben, musst selbst die Lehne hier, okay, ist bei den Schalsitzen halt immer so, aber so gehört sich das dann auch bei einem leichten Auto. Ja. Ich finde das Wort Track-Tool irgendwie komisch bei dem Auto, das passt so für mich. Aber Rennstrecken-approved kann man vielleicht sagen. Ah, gehen wir nochmal hier in RS2-Modus. Sympathisch ist auch, im Head-Up-Display sehe ich sofort eigentlich nur eine Rundenzeit steht da. Krass, also von hier sehe ich das gar nicht. Wird man auch umstellen können, aber ich sehe nur groß Öltemperatur, Rundenzeit, Geschwindigkeit und welcher Gang. Also die Sachen, die man halt auch braucht. Also ich bin positiv überrascht, wie weich der noch ist, ne? Dafür, dass wir jetzt schon... Hallo. Dann will ich nachts auch nicht alleine begegnen. Nee. Damit, dafür, dass das jetzt ein Track-Fahrwerk ist, das Fahrwerk ist komplett Zugstufe und Druckstufe einstellbar und es gibt von Audi ein Handbuch dazu, wie man das Fahrwerk am besten für Straße und für Track einstellt. Überlegt mal, könnt euch selber das Fahrwerk einstellen. Ne? Kannst dir nicht vorstellen, was ich jetzt zur Sekunde für einen Bock hätte? Doch. Doch. Das Ding jetzt auf dem Track zu ballern. Ich glaube auch, dass ich auf Anhieb mit dem Fahrzeug gar nicht so langsam wäre, weil ich bin ja eh Audi-Fahrer. Ja, und ich glaube, durch den Allrad traut man sich direkt viel mehr zu, als wenn das jetzt Heckantrieb wäre. Ja, Auspuff bollert schon gut. Guck mal, weil diese Servung ist halt wirklich butterweich, ne? Das ist halt schon cool. Ne? Habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich liebe ja am meisten am Automatikfahren, wenn man so Halbgas. Ja. Und einfach so diese Gänge durchschaltet, ne? Ja, es ist einfach unglaublich, was so ein Automatikgetriebe aus so einem Auto einfach sofort macht. Ne? Ja, so vor allem. So, was hat er gesagt? 3700, ne? Mhm. Ja, also es ist jetzt kein Beschleunigungsmonster. Aber es ist trotzdem sehr schnell. Also war jetzt auch keine Launch Control. Achso, das war jetzt einfach... Ja, es war nur so ein bisschen angepumpt und losgelassen. Ja, ne? Ja, man hat auch ESP in dem Moment sofort geregelt. Mhm. Vielleicht müssen wir das mal ausmachen. So, mal versuchen, ESP aus. Launch Control. Gut. Okay, das war schon mal ein gewaltiger Unterschied. Also, es ist einfach Audi, ne? Die Traktion, also da dreht ja gar nichts durch. Nee. Es ist ja wirklich so, alles wirklich so, als wenn das Ding das kinderleich macht. Was ich wirklich cool finde, ist die Schaltvorgänge. Die sind schon noch hart. Mhm. Also, es ist nicht so weggespielt, ne? Genau, nicht so seitenweich, sondern schon ein bisschen aggressiver. Ja. Ja, Fakt ist, man braucht für das Auto eine Rennstrecke. Auch zwei 75er Reifen mittlerweile rundum, ne?
wenn man jetzt mal so im direkten Vergleich aus dem Keller das Ding fährt, sage ich, hat der B5 aber mehr Leistung. Da bin ich so. Oder? Ja, weiß nicht. Ich glaube, du merkst hier gar nicht, wie schnell du bist. Mhm, das stimmt schon, ja. Was auf jeden Fall geil ist, man hat oben in dem Head-Up-Display hat man einen Schaltblitz, der durchläuft. Ach geil. Das heißt, der geht wirklich von links nach rechts, bis man dann schalten muss. Also ich finde ihn von drinnen leiser als von draußen. Also ich finde ihn hier echt... Ja, okay, aber welches Auto ist denn... Ja, stimmt schon, welches Auto ist serienmäßig laut, ne? Aber ich finde, der klingt von drinnen fast geiler als von außen. Wie fühlt er sich so an in der Kurve? Ja, schon gut, ne? Weil guck mal, wir fahren jetzt hier... Wie der Heck lästig ist? Ja. Also, was er wirklich gut kann... ist dieses Einlenken. Also das passt schon. Also man merkt schon, dass das Auto Sturz hat. Definitiv. Diese 2 Grad. Weil es ist wirklich, man lenkt ein und das Auto fährt auch direkt dahin. Ja, ja, ich glaube, das könntest du so nicht mit dem A4 machen. Ja, auch gefühlt, das ist halt schwer zu filmen, aber ja. Guck mal, wenn du auf die Haube guckst, wenn wir jetzt so horizontal drauf gucken, ne? Die so gar nicht... Wirklich so, als wenn sich einfach so auf der Straße überzieht. Ja, ich sag mal so, für einen Avant in der Größe A4-Baureihe hat das Ding auf jeden Fall mehr als genug Leistung. Ja, das muss man schon so sagen. Und welcher Kombi lässt sich so lässt sich fahren? Händeln, ne? Also gegenüber zum Beispiel einem R6 sind es schon Welten. Mhm. Also beim R6 ist es schon so, dass man den richtig in die Kurve reinschmeißen muss. Und hier ist es ja gefühlt so, dass das Auto es wirklich von ganz alleine macht. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass er keinen Knallfrosch im Auspuff hat. Wie manch Vierzylinder das machen würde. Wir sind wieder im Tunnel. Gucken wir mal, was hier so geht. Ja. Wir dürfen jetzt nicht vergessen, es ist ein Serienauto aus 2024. Also ich fand es extrem geil, wie der beißt sich so in den Boden, der macht so richtig so und will dann so losfahren. Ne? Also man bräuchte jetzt den direkten Vergleich, wie so ein stinknormaler RS4 fährt. Ja, oder der RS4 Performance. Oder der, aber ich glaube, der Unterschied ist glaube ich am krassesten zwischen normal. Ja, das glaube ich definitiv. Bist du schon mal eingefahren? Ne. Ich bin schon mal eingefahren und jetzt so rein vom Empfinden ist es auch schon ganz anders. Der klingt anders, der fühlt sich auch irgendwie anders an. Also was ich auf jeden Fall auf den ersten Metern sagen kann, ist, das ist ein Auto, wo ich auf jeden Fall, unabhängig davon, dass ich die passenden Handschuhe dazu anhabe, direkt mit auf den Track wollen würde. Mhm. Das kann man schon so sagen. Was soll man jetzt hier auf der Straße testen? Komfort juckt eh keinen, der sich das Auto holt. Bei 250 Stück. Schade wird natürlich sein, bei 250 Autos, 125 Autos in Deutschland, wird natürlich auch keiner auf dem Track sein. Ja. Aber mich würde es echt brennend mal interessieren, was der Koffer Bilsterberg fährt. Mein Bauchgefühl sagt mir, gerade auf dem Bilsterberg aus den spitzen Ecken mit dem Allrad, also mit den Semis drauf, glaube ich ehrlich gesagt schon, dass das in Richtung 1,52, 53 gehen muss. So hätte ich es auch geschätzt. Ja. Das glaube ich schon. So mit dem Getriebe, mit diesen kurzen Gängen unten raus. Aber ich finde, das Auto auf dem Display hätten sie auch ein Gate machen können. Ja, stimmt. Also krass ist halt, wie viel dynamischer man einfach immer mit einem Automatik gleich fährt. Ne? Aber was er gut macht, ist, wenn man in dem Moment, wenn man vom Gas geht, Alter, die Kurven sind ja brutal. Boah, da kam schon nicht. Also das war jetzt gerade provoziert mit Bremse und allem, ja. Ne? Aber er ist auf jeden Fall. Aber vorhin gut. Alter, merkst du das? Sich ja fast wie ein Heckantrieb. Ja, merkst du? Also der durch den Sturz vorne, ja, lenkst du ein ohne Last und der fängt hinten an zu rutschen.
Ist ja geil. Das Alter. Ist wirklich geil. Da kannst du dir ungefähr vorstellen, wie das jetzt auf der Rennstrecke fahren würde, ne? Ja. Also ich glaube schon, wenn mit man da... Mit einem warmen Reifen hinten und so. Ja, wir brauchen eine Rennstrecke. Es tut mir wirklich leid für euch, liebe Zuschauer. Wir können jetzt natürlich nicht hier wie die Geisteskranken hoch und runter nageln. Das Auto ist für diese Serpentinen einfach zu schnell. Ja. Aber wir können zusammenfassend sagen, ein Audi, mit dem man einlenkt auf trockener Straße, ein bisschen nachlenkt und einen kleinen Lastwechsel reingibt und der mit der Hinterachse anfängt zu rutschen, wie... Also doch, soll ich sagen, welches Auto ein ähnliches Fahrverhalten hat? Mein B7 im Schnee. Durch das Gewicht vorne und viel Sturz im Schnee ist es da auch so ein bisschen so, dass du, wenn du einen kleinen Lastimpuls gibst, der hinten anfängt schon wegzurutschen. Stimmt, ja. Und du hast ja auch vorne ein bisschen Sturz. Ja, 3 Grad sogar. 3 Grad, okay. Bedingt durch die Tieferlegung einfach. Ja. Ne? So, also so in die Richtung geht das. Also boah, ja, ich bin hyped ein bisschen. Es schreit alles nach... Schreit nach Rennstrecke leider, ja. Mit Semi-Slick wird das so. Ja, das stimmt. Ja, wir haben ja noch den normalen Reifen sogar drauf, ne? Ich will nicht lügen, mir ist ein bisschen schlecht. Echt? Ja, als Beifahrer ist immer. Ja, auch mit Kamera gucken und so. Aber so gut. Gutes Zeichen eigentlich. Ja. Der beißt sich so richtig in den Boden und will einfach nach vorne. Ja. Ja, vor allem, und du kannst immer noch mit 5 Leuten hier fahren. Normal fahren. Hast noch einen riesen Kofferraum. Also, ja, boah, auch bist wie echt krank. Wie das Lenkrad auch zurück will hier. Ja. Ich muss sagen, geiles Auto. Natürlich knappe 150.000 Euro. Nichts für einen kleinen Geldbeutel. Ich will mit diesem Auto aber unbedingt auf dem Track, weil ich glaube schon, dass der liefern wird. Auch konstant liefern wird. War ein geiler Tag. Ihr seht, die Sonne geht langsam unter. Vielen, vielen Dank nochmal an Audi für diese Möglichkeit. B5 gefahren, 25 Jahre Quattro Edition gefahren. Was will man mehr? Jetzt wollen wir auf Rennstrecke, aber genug für heute. Danke fürs Zuschauen.